drei oder so im Bett und ich fühle mich trotzdem ein bisschen verkatert heute, obwohl ich keinen Schluck Alkohol getrunken habe. Ja, kann jetzt dem gar nicht so viel abgewinnen, dass ich jetzt nicht verkatert bin. Ernüchterndes Wort. Liebe Karin, falls du das Video siehst, ich glaube nicht, dafür bin ich ja niemand als YouTuber. Es ist ganz normal und nicht außergewöhnlich, dass man, wenn man Alkohol nicht mehr trinkt, also nüchtert, dass man da einfach verkatert ist. Der Körper muss sich erstmal dran gewöhnen, denn du baust ja im Endeffekt Giftstoffe ab. Und diese Giftstoffe, ja, Rauschstoffe könnte man auch sagen, die sind halt eben deinem Körper immer noch drin. Das dauert, bis der Körper komplett sich umstrukturiert. Das ist im Endeffekt so, wenn du einseitige Ernährung hast und du isst jeden Tag nur einen Döner oder einen Döner und Schnitzel, mehr nicht, dann tut das deinem Körper auch nicht irgendwann gut. Oder Burger, wenn du isst, beim Burger King oder bei McDonald's immer. Also diese Nahrung halt zu dir nimmst. Und wenn du dann auf einmal dich umstellst, dann dauert das, bis der Körper sich auch auf die Umstellung gewöhnt. Das ist genauso, wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst, Fitnesstraining oder Gymnastik, ist das auch das Gleiche. Unser Körper braucht halt Zeit. Und umso älter man wird, unabhängig, ob man Frau oder Mann ist, umso mehr braucht der Körper Zeit, um sich umzustellen. So wie Wunden. Wenn wir uns schneiden, so wie ich habe mich beim Rasieren geschnitten, dann dauert es länger, um zu heilen. Ist das Leben. Trotzdem, schwer gefallen ist mir die Woche nüchtern nicht. Ist mein Konsum dann überhaupt problematisch? Das will ich in der Suchtberatungsstelle klären. Hallo! Laut BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gibt es einen risikofreien Konsum von Alkohol gar nicht. Die Faustregel, wann er aber als risikoarm gilt, ist so weit weg von meiner Lebensrealität, dass ich die nicht ernst nehmen kann. Okay, das ist tatsächlich blöd, dass das Video da schon älter ist und dass halt in gewissen Einrichtungen die Maske getragen werden muss. Bin ich sehr kritisch, weil es gibt ja, gerade wenn man sich kennt, keinen Grund. Ja. Das mit der Maske ist so eine Sache, wenn zwei Leute sich kennen und Abstand halten, dann ist es unnötig. Ja. Jetzt ist es für mich schwieriger, die Körpersprache halt von den Leuten zu lesen. Ich lese gerne Körpersprache. Ich liebe das, habe das auch gelernt. Mit Augen kann man auch gewisse Sachen lesen. Wir versuchen es mal. Die Aussage von der Suchtstelle, das stimmt. Das ist leider so. Aber das liegt einfach daran, dass eine Suchtstelle sagt, klipp und klar, wir müssen da streng sein. Weil wenn wir ein bisschen locker lassen, dann haben sie halt die Erfahrung gemacht, dann werden viele rückfällig. Aber es stimmt nur bedingt, wenn man nämlich einen Glauben hat und einen sehr starken Willen, dann ist das nicht so, dann trifft das nicht zu. Ich weiß das, weil ich mir meine, ich war ganz jung, Ausbildung verbockt hatte und dann musste ich tatsächlich zur Suchtstelle, das ist über 20 Jahre her. Und dann hat er herausgefunden, naja, süchtig sind sie nicht. Und dafür haben sie einen zu starken Glauben und zu starken Willen. Sie sind halt eben vom Pfad nicht aus Versehen abgekommen, nicht mal. Sie sind halt einfach abgekommen vom Pfad. Für den einen Tag und haben Pech gehabt, dass sie erwischt wurden. Das war damals nämlich in der Ausbildungsstelle verboten zu trinken. Selbst dann, wenn man frei hatte. Ausbildungsstelle war ein Internat und das war ein Stammbad, das war einfach verboten. Und da gab es gewisse Regeln im Internat und die anderen haben auch getrunken, ganz klar. Und die waren auch betrunkener wie ich, spielt ja keine Rolle. Ich war halt eben von armen Eltern, ich hatte keinen Anwalt, nichts. Und deswegen hat es halt mich erwischt. Wobei war das nicht so schlimm, sondern es war eine ganz gute Erfahrung, muss ich sagen, um zu sehen, aha, so funktioniert die Welt. Der reich ist, der kriegt nichts. Der wird nicht rausgeschmissen aus dem Internat. Und der arme ist, der muss sich mehr anstrengen, muss aufpassen. Hast du ja selber das Gefühl an manchen Stellen gehabt, das war jetzt zu viel, daraus ergibt sich für mich ein wie auch immer gearteter Nachteil? Ja, also ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist natürlich eigentlich schon krass, dass man regelmäßig eigentlich irgendwie Alkohol trinkt und sich
an viele Teile dann gar nicht mehr erinnert und irgendwie einfach davon ausgeht, dass es wohl bestimmt ein mega Abend war. Gab es denn schon mal irgendwie Ansprachen vom Umfeld oder sowas, dass Leute gesagt haben, ich finde, das ist relativ viel, was du trinkst? Ja, aber eher in so einer lustigen Art und Weise. Also zum Beispiel... Oh, da war ein Cut. Das war ein Cut. Das ist minimal. Ich merke das, weil ich cutte ja Videos. Ich probiere mit meinem Stuhl. Da war ein Cut. Ein minimaler Cut. Sehr interessant, was sie wirklich wohl gesagt hat. Irgendwann meinen wir, dass wenn wir dann irgendwie noch Bier holen wollen, weil irgendwie schönes Wetter ist, dann heißt direkt so, naja, für Caro nehmen wir direkt mal drei mit. Wenn dann so ein Spruch kommt, was macht das mit dir? Ich merke halt, dass ich mich darüber dann identifiziere. Ja. Also, dass ich das gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, sondern ich nehme das so an als, ich bin eine, die viel trinkt. Und es ist eine Erwartungshaltung an mich selber, aber auch an meine Funktion. Stopp, viel trinken ist immer, wie ich vorher erklärt habe, kommt darauf an, wie du gebaut bist, welches Geschlecht du hast. Ich werde da knallhart jetzt sagen, wie es ist, politisch ungerecht. Ich werde da die Vogue-Gesellschaft jetzt nicht mit anderen nehmen, weil ich bin schon dafür für den Quatsch zu alt. Generell, bist du eine Frau oder bist du ein Mann? Biologisch. So, Männer haben mehr Körperfett, mehr Muskeln, mehr Stärke. Männer sind resistenter. Also jetzt Haufen Studien und so. Dafür, außer die Vogue-Studien. Aber generell halten die mehr aus. Ne? Ich muss es wissen, ich bin ja früher mit den Leuten gegangen, Partys. Ich habe 10 Eiskaffees, also ein Eiskaffee ist ungefähr 0,33 und 0,33 Liter, also Milliliter und 0,2 habe ich 10 Gläser gehabt. Da drin sind über 21% Alkohol drin und ich war nicht angetrunken, nichts. Ja, selbst der Wirt hat gesagt, wow, krass, der ist aber Resistenz. So, während andere schon bei Männer sogar bei 5, 6, 7 schon angetrunken waren und die Frauen schon bei 3 oder 4. Ne? Also es kommt darauf an. Ne? Also das Erste ist wichtig und zweitens halt, wie viel du aushältst. Also wie gebaut du bist, kräftig und nicht und wie oft du getrunken hast, wie viel, weil du kannst mit der Zeit resistent werden. Das kann man auch trainieren. Und das Wichtigste ist, ob du vorher gegessen hast. Auf den nüchternen Magen oder nicht auf den nüchternen Magen. Hast du viel Fett, also hast du zum Beispiel Rindersteak gegessen und schön Rindersteak und schön gefühlt und hast du viel Fett, hast du viel abgelichtet, dann ist das nicht so, dass du sofort betrunken wirst. Ne? Also so kleine Tricks, die wir Pole immer haben. Ne? Juden machen das auch so. Also ich bin ja Pole und Jude, polnischer Jude im Endeffekt, Pole mit jüdischen Wurzeln. Und das sind so kleine Tricks, die man da macht. Meine Oma hat diese Tricks gemacht, auch man kennt das von slawischen Völkern, machen diese Tricks, also Russland, Ukraine und so weiter. Die haben solche Tricks auf Lager. Ne? Ich glaube auch in Deutschland gibt es diese Tricks. In einer Gruppe irgendwie besonders lustig zu sein oder besonders, ich weiß nicht, also ich denke, ich bin jemand, der über die Stränge schlägt damit, so das ist so gesetzt irgendwie. Okay, also du hast das schon so ein bisschen in deinen Körperhaltung, Kalorien hält so, das heißt, sie ist angespannt, ne? So wie man die Hände ist, ist man ein bisschen angespannt und ja, Reue auch ein bisschen auch. Oh verdammt, mir fällt langsam auf, dass ich doch nicht so toll bin, wie ich denke, ne? So oft, ja. Selbstbild eingebaut in deine Identität sozusagen, dass Alkohol schon eigentlich auch dazugehört. Krass, das habe ich mir vorher gar nicht so klar gemacht, aber er hat recht. Klingt erbärmlich, ehrlich gesagt. Alkohol, ein Charakterzug? Really? Da gibt es ja auch wirklich noch eine Spanne sozusagen irgendwo zwischen schädlichem oder missbräuchlichem Konsum, bis dann tatsächlich die Rede von der Abhängigkeit. Sehr gut. Egal wie, die Suchtstelle erwähnt es. Es gibt eine Spanne, das ist, was ich vorher erwähnt habe. Diese Resistenz und auch diese Spanne, wie viel du... Und da gibt es ja diese Faktoren, hat er hier erwähnt.
Sehr gut, gefällt mir sehr. Mir tut gut, wie differenziert er meinen Konsum einordnet. Ich kriege den Eindruck, dass so eine Konsumpause mir ganz schön viel über mich beibringen kann. Genau, das kann auf jeden Fall was sein, wo Menschen dann, wenn sie sich beispielsweise auch für eine Abstinenz oder für einen reduzierten Konsum entscheiden, sagen, hatte ich Abstinenz? Jawohl. ich habe ja meinen Job damals verloren, vor über 20 Jahren. Also meine Ausbildungsstelle, nicht einen Job und Ausbildungsstelle zugleich. Und dann habe ich mir geschworen, nie wieder Alkohol zu trinken. Ich habe über 18 Jahre lang keinen Alkohol getrunken. 18 Jahre lang. Für andere unmöglich. Irgendjemand hätte dann Drogen genommen als Ersatz, irgendwas. Aber ich 18 Jahre. Und das ist nichts zum Vergleich. Es gibt Leute, die trinken dann 40 Jahre nichts mehr oder 50 Jahre. Das ist, also 18 Jahre ist schon viel. Aber es gibt Leute, die schaffen es 30, 40, 50 Jahre. Ne? Aber es ist Wahnsinn. Es waren harte Jahre, verdammt hart. Jedes Mal um Alkohol in der Umgebung und jedes Mal rechtfertigen, jedes Mal irgendwo rechtfertigen und ja, das ist schon hart, ne? Wobei, für die meisten, für mich, ich bin ganz fies, wenn ich mich rechtfertige, wird dann immer so Späße gemacht, ne? Wenn ich Alkohol trinke, kriege ich Superkräfte, Leute, wenn ich Alkohol trinke, dann werde ich zum Biest oder so, ne? Immer Witze gemacht, dann lassen die Leute meistens einen in Ruhe. Jede Party will ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen, ist mir aufgefallen, weil ich mag bestimmte Arten von Partys gar nicht so gerne. Die machen mir tatsächlich nur Spaß, wenn ich halt viel getrunken habe. Und das stimmt. Der Abend mit den Junggesellen hat mir zum Beispiel keinen Spaß gemacht. Und auch die Abende mit Freunden waren für mich oft anstrengender. Ich fand es herausfordernder, eine Version von mir zu sein, die ich mag, also die ich gerne mag. Der Mann übrigens in der Suchtstelle, das bedeutet, er notiert sich das mit der Kugelschreiber. Also manchmal gibt es gewisse Werkzeuge, die man benutzt in der Psychologie, um gewisse Punkte sich zu notieren, um sie nicht aufzuschreiben. Das heißt, er, das ist wie ein Merkzettel, unsichtbarer, und er sagt, ah, okay, und dann sagt er sich, okay, das habe ich abgehakt und ein bisschen auch, ne, auch in Universität, auch interessiert und so. Cooler Typ, muss man ehrlich sagen. Hört ihr zu. Aber es ist mir gelungen, glaube ich. Man gibt mir auch noch ein paar praktische Tricks an die Hand, um langfristig meinen Konsum zu senken. Zum Beispiel nach jedem Schluck das Glas abstellen. Klingt banal, finde ich aber gut. Ich fand es extrem spannend gerade. Ich habe das Gefühl, dass das so meinem ganz persönlichen Konsum so eine Form gegeben hat. So insgesamt finde ich einfach wahnsinnig krass, dass ein Angebot umsonst ist und man da einfach hingehen kann und so professionell beraten wird. Das wüsste ich irgendwie gar nicht, dass das geht. Mehr Info. Oh Mann, Kalorien ist echt der Hammer. Ja, natürlich muss es kostenlos sein. Die meisten Leute sind fix und fertig, die können sich das nicht leisten. Die sind immer am Arsch. Oh, genial. Oh, du bist echt zum Knurren, ne? Die backen echt gerne von dir Knurren. Oh, Babylein, du, oh, ich mag so Leute. So knuffig einfach, das gibt's doch nicht. Wie ein Baby. Ein Baby mit riesen dicken Backen. Und dich anschaut und so, ehrlich? Ja, und in dem Raumanzug stirbst du. Okay. Und geht ohne Raumanzug in den Weltraum. Oh Mann. Okay. Es ist berechtigt, warum die anderen Leute so sauer sind. Die anderen YouTuber so sauer sind. Und ja, ist irgendwo berechtigt. Ja, ich kann es so verstehen. Okay, Boris, ich verstehe deine Argumente. Oh ja. Dazu findet ihr in der Infobox. Oh Tag 9. Boah, heute ist so ein Tag, wo ich mich richtig abfacke. Ich bin zu so einer Filmpremiere eingeladen und Alkohol wird ja gerne mal als sozialer Kleber bezeichnet. In dem Fall würde ich es einfach als sozialen Sauerstoff bezeichnen, weil das da einfach voll hingehört. Wenn man so niemanden kennt und dann auch in so einer Umgebung, wo so Leute rumlaufen, die was von sich halten, boah, da habe ich echt überhaupt keinen Bock, keinen Alkohol zu trinken. Und noch alles umsonst wahrscheinlich. Natürlich gehe ich trotzdem hin. Ich habe auf jeden Fall jemanden gefunden, den ich kenne. Das fühlt sich wirklich scheiße an.
Die Premiere ist nicht halb so fancy wie gedacht. Hätte ich mir im Vorfeld ein Glas genehmigt, wäre das komplett unnötig gewesen. Die Situation vielleicht auch einfach ohne. Oh, geil! Geil! Die ist auch zum Knuffen, die Frau. Ja, die sind alle zum Knuffen. Der Mann genauso. Das sind alle zum Knuffen, das gibt's doch nicht. Wie damals bei den Reichen, wo ich war. Yeah! Und da verrecken welche in Russland und Ukraine. Ehrlich? Und in Afrika auch? Alter! Oh Mann! Oh, ich liebe die Menschen. Oh, ich liebe die Menschen. Das Fazit deshalb: Alkohol ist in gewissen Kreisen so wie ein Hund beim Spazierengehen. Ohne geht auch, aber mit macht einfach mehr Spaß. Und so vergehen viele Abende. Auch am Geburtstag meiner Mutter. Ich bin gespannt, wie man hier reagiert, wenn ich nicht trinke. Was kann das? Hier mehr Leute mit dem Alkohol trinken. Also ich hätte wirklich gedacht, dass ich hier ständig mich anhören muss, aber ich echt gut überrascht. Ich glaube zwar, viele Leute jetzt denken, dass ich schwanger bin. Ich bin aber gespannt, ob solche Gerüchte jetzt noch auf meine Mutter zukommen in den nächsten Tagen. Ich frage bei meiner Mutter nach, aber niemand spricht sie darauf an. So, zur Lage meines Alkoholentzugs. Ich habe das Gefühl, meine Haut ist ein bisschen... Ich kann nicht mehr. Oh Gott, bitte, ein Kollektiv. So ein geiles Video. Das ist, also ich, mein Fazit resumiert bis hierhin. Wir sind fast, oh, wir haben noch ein paar Minuten. Oh, sorry, aber ich kann, ich bin nicht Boris, ich kann es nicht kürzen. Deswegen Tee und was zum Plätzchen. Ich bin ein ganz anderer Typ einfach, ne? Oh Mann, aber wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, Respekt, abonniert meinen Kanal, nicht vergessen. Und abonniert ja Kollektiv auch natürlich. Hammer, das Video ist so geil, das ist wirklich der Hammer. Es ist aber wirklich, bitte, ich habe euch geschrieben, ja Kollektiv und liebes Funkteam, bitte schaut euch dieses Video mit dem an. Unbedingt, ich hoffe, ihr schaut euch das an, wirklich, weil es ist wichtig, dass ihr immer euren Videos davor ein Spoiler-Warning macht, eine Warnung. Bitte behaltet so die Videos, was ihr danach gemacht habt, Reaktion, dass Kalorien reagieren musste, das hat mir nicht gefallen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Genauso lasst die Videos, zensiert sie bitte nicht, das macht man nicht, lasst es so, das seid ihr. Lasst es einfach reinem Herzen sein und nicht so. Das faket euch nicht. Das ist Sith Palpatine. Die unterdrücken die Leute. Wie Jedi sagen, lass es raus. Lass einfach alles raus. Scheiß drauf. Und wenn derjenige halt schwach ist, dann die Suchtstelle gibt es ja. Aber dann muss er sich das echt nicht reingeben. Deswegen bitte vor Spoiler. Er ist gewarnt geworden, der Zuschauer, falls er Alkoholiker mal war. Er ist gewarnt worden. Don't do it. Dann seid ihr safe. Besser geworden. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht ist ein bisschen schlanker. Aber wisst ihr, wogegen ich das gerne eintauschen würde? Gegen einen kleinen Rausch. Ich bin im Biergarten verabredet. Das wird zäh. Langsam habe ich gecheckt, wie es ist ohne. Korn, Sambuca, Uso, alles. Nämlich so, als wäre Alkohol ein Club für die coolen Kids und ich muss jetzt für 30 Tage draußen bleiben. Man hört ja immer den Satz, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Stimmt bestimmt auch. Aber ich finde, man muss ehrlich sein. Die gleiche Art von Spaß ist es nicht. Auf sowas kommt man halt nur, wenn man betrunken ist. Genau, und sowas brauche ich nicht, um so drauf zu sein. Ja. Und das habe ich dann irgendwann einen Mediziner fragen müssen und er so, Sie haben so viel Glückshormone, bitte tun Sie einem einen Gefallen, nehmen Sie nie LSD, nehmen Sie nie Marihuana und ich verschreibe Ihnen sogar eine Pflicht, kein Alkohol zu nehmen, don't do it. Wie Sie das machen, ich habe Sie untersucht, ich habe Ihr Blut untersucht, Herr Waczynski, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ich weiß nicht, wie Sie so viele Glückshormone erstellen können. Und da habe ich Spaß und gesagt, naja, ich bin ein höheres Wesen, ich bin halt kein Mensch. Ja, ja, das
ich gelacht und so, ja, da ist was dran. Weil Menschen haben so viel Glückshormone nicht. So, da sehen Sie, ich bin fehlerhaft programmiert. Ich bin einfach total falsch programmiert. Ja, oder ein Außerirdischer aus einem anderen Planeten und merkt und bin hier gelandet als Baby und weiß es gar nicht. Es könnte auch sein, habe ich ihm gesagt. Und er so, ja, genau das meine ich, genau so wie Sie reden. Das ist, bitte, machen Sie Kabarett, irgendjemand soll Sie berühmt machen. Weil das ist so, habe ich noch kein Reden gehört. Nicht mal einen Kabarettisten. Ich sage, ehrlich nicht? Das ist so, rede ich jeden Tag. Was? Ja. Guckt euch das doch mal an. So viel Spaß hatte ich, ehrlich gesagt, in den 2 Wochen nicht. Nach diesem Abend sagt mir übrigens jemand, der da war, dass er mich sehr zurückhaltend erlebt hat. Ein Satz, der sitzt. Ich erlebe mich auch an anderen Abenden während des Experiments ein bisschen gehemmt. Ich habe gemerkt, dass ich mir die ganze Zeit so viele Gedanken gemacht habe und mir die ganze Zeit so soziale Noten irgendwie ausgestellt habe. So, bin ich heute witzig, bin ich eloquent, bin ich klug? Genau, jetzt kommen wir da, weil einige fragen, okay, wann kommt das Judentum ein, wann kommt unser jüdisches Wissen? Das kommt jetzt im jüdischen Wissen. Also das ist aber nur von meiner Sichtweise, weil jeder, auch wenn ihr einen Rabbiner fragt, es gibt Rabbiner, die auch verschiedene Sichtweisen haben. So, meine Sichtweise ist dazu einfach, diese Fragen wirst du dir nicht stellen, wenn du einen inneren starken Willen hast und einen inneren starken Glauben und vor allem Selbstliebe. Die meisten nämlich solche Fragen, die gestellt werden, ist, weil du an dir zweifelst. Das heißt, keine Liebe. Meistens wurde dir alles mitgegeben, meistens bist du einen Standardweg gegangen, hast kein Leid erfahren. Ich habe leider mir selbst Leid zugefügt, weil ich leider sehr stur war und habe viel Scheiße im Leben gebaut. Zu viel. Und das ist nicht gut. Aber bin ich selber schuld. Ja? Deswegen, solche Fragen stellt man sich, wenn man sich selbst nicht liebt. Und ich habe lange gebraucht, um auch zu mir zu finden. Und wenn du dann nicht die knallharte Selbstreflexion hast, also die knallharte, wo du merkst, ja, wieso bist du nicht zu deinem echten Namen gestanden, Slavo Mianje, wieso hast du ihn geändert, auch wenn dich damals mehrere Male die Leute umbringen wollten, weil du so heißt, weil du ein Polackenschweinchen dick bist, weil du ein Judenschwein bist, weil du ein KZ-Arschloch bist und so weiter. Ich habe so viel Hass bekommen. Aber diese Unsicherheit hat man da, ne? Und das ist sehr wichtig. Starken Glauben, starke innere Liebe zu sich selbst und eine sehr starke Selbstreflexion und ein erweitertes Bewusstsein. Und dann brauchst du nichts. Keine Drogen, kein Alkohol, gar nichts. Bist du frei. Und die Tora habe ich erst später entdeckt. Am Anfang lebt man das nicht so. Die Tora hat mir wirklich, wirklich, wow. Das ist wie neugeboren. Also wirklich, die Tora ist mein Lieblingsbuch. Es gibt nichts Besseres und Schöneres wie die Tora. Aber wichtig ist, die Tora muss man freiwillig aus reinem Herzen, aus reiner, pure Liebe lesen. Sonst funktioniert das nicht, das Umdenken. Das ist ganz wichtig. Man muss sich wirklich dem stellen und es wird am Anfang verdammt hart sein, diese Selbstreflexion. Und man kann auch da keine Hilfe, man darf auch keine Hilfe bekommen. Man muss da richtig ins Wasser reingeworfen werden und ja, man muss bereit sein zu sterben und wiedergeboren werden. Das ist möglich. Ja, man stirbt und wird wiedergeboren, geistlich im Endeffekt, spirituell bist du ganz neu. Und das hat halt dazu geführt, dass ich irgendwie gar nicht entspannt war, mein Kopf voller Sachen war, was dann natürlich wieder dazu geführt hat, dass am Ende die These, ich performe auf Alkohol besser, ja sogar stimmt. Immerhin körperlich merke ich eine Verbesserung. Ich laufe schneller. 1, 2, 3, 4. Diese Flaschen haben es alle in meinem Besitz geschafft. Das hat mir eine Freundin mitgebracht, als sie hier gepennt hat. Das hat jemand, der hier vorbeikam, mitgebracht. In der Annahme, dass sie ja bestimmt eh was trinken. Gut, das habe ich selber gekauft zum Kuchenbacken. Und das habe ich dann zum Geburtstag bekommen. Der war im Februar, also schon ewig her. Das heißt, 4 Flaschen Alkohol haben sich so in meinen Haushalt gesneakt innerhalb von 18 Tagen. Finde ich auch schon krass. Das heißt, in meinem Leben jedenfalls Nummer 1 Mitbringsel Alkohol. Und da freue ich mich auch sonst drüber. Schon krass trotzdem. 4 Flaschen. Und dann. Sie hat ihre Ohrläppchen
Ah, die Aussage hat nicht ganz gestimmt. Wie freut sich jetzt nicht mehr. Oh Mann. Manchen Tagen fällt es mir echt schwer, mich an diesem Vorrat nicht zu bedienen. Ich würde jetzt gerne schlafen. Es ist irgendwie 22 Uhr. Ich habe aber so krass Stress im Moment und ich merke, dass ich einfach gar nicht runterkomme und ich würde jetzt halt eigentlich was trinken. Mache ich jetzt natürlich nicht. Finde ich irgendwie voll ernüchternd, haha. So diese Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Ich glaube vielmehr, dass ich ganz oft meine Probleme in Anführungsstrichen mit Alkohol löse. Okay, ich jetzt. Ich denke so, ich habe doch das Recht, mich jetzt so ein bisschen runterzuholen mit einem Glas Wein und mich von meinem stressigen Tag zu erholen. So. Also meine Laune ist auf jeden Fall nicht besser. Ich finde. Ja, Caroline, da darf ich dich erleichtern. Fast weltweit, wo sich Leute also Alkohol leisten können und moderne, also wirtschaftlich sind, Länder, ist die einzige Regel, Alkoholprobleme saufen. Ja. Leute wie ich, die zu Tora greifen, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ne, also, wenn ich Probleme habe, dann kaufe ich mir zu Tora, dann frage ich Mosche, was hast du, wie hast du das gelöst? Oder ich frage Propheten Elia oder Prophet Daniel oder Prophet Jona oder Elisha ich frage das Hohelied oder die, für mich sind das auch Propheten, also nicht nur Leute, die gelebt haben, wie Hiob. Ja? Ich sehe die Dinge ein bisschen anders wie der Rabbiner. Hiob ist ein wunderbarer Mensch gewesen, wunderbar. Hammer, der Typ, einfach Hammer. Hat gelitten und was hat er gemacht? Glaubt trotzdem und ja, da schöpfe ich meine Kraft aus der Tora und danach kann ich jedem empfehlen, wer gerne lesen mag. Also wer ein Lesewurm ist. Ich glaube, jemand, der gerne Fernsehen schaut und nicht gerne liest, wird schwierig. Ich will mich nicht in so einer Pro-Alkohol-Trotz-Phase verlieren und treffe Andreas, ein Kumpel von mir, der keinen Alkohol mehr trinkt. Wir gehen in den ersten alkoholfreien Kiosk Deutschlands, natürlich in Berlin. Hallo. Na, schön, dich zu sehen. Das liebe ich an Berlin. Ich habe in Berlin gearbeitet. Berlin hat alles, alle Facetten. Dazu, wenn ihr wollt, kann ich auch ein YouTube-Video machen über Berlin und so, über die Grenzzonen, wo halt auch viele Ausländer leben oder wie ich, Spätaussiedler oder Flüchtlinge, ja. Ich kann mit den Leuten klar, also die Viertel, wo angeblich Deutsche sagen, das sind Türken und die sind gefährlich und da darf man nicht über Nacht laufen, die bin ich tatsächlich begegnet. Aber mich haben die Leute gemocht, aber ich bin total crazy, ne? Also, hey, hast du Geld? Und wir töten dich! Und ich so, ja, freilich! Ich Polacke, ich habe immer Kohle, ich klaue Kohle, ich klaue gerne Geld. Und hier habe ich 2 Euro, mehr habe ich nicht. Ihr könnt mich zwar töten, aber ich bin sowieso ein Niemand. Und die soll abstecken. Wir laden mich ein. Ich zum Essen ein. Ja. Also ich habe schon vieles in Berlin begegnet, abends rumspazieren, 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Vielleicht hat man es deswegen einfach, weil man ein Mann ist. Ich weiß es nicht. Ich denke, es sind schon viele Faktoren, spielen eine Rolle. Also ich weiß eigentlich schon, aber das wird wieder schon zu lange dauern. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir sind ja. Hi, grüß dich. Hi. Seit wann trinkst du jetzt keinen Alkohol? Seit 2019. Boah, so lange schon. Ohne Ausnahme? Ohne Ausnahme. Das ist jetzt mittlerweile. Jetzt muss ich aber lachen. Merkt ihr, ich bin zu detailliert, sorry, ich bin zu detailliert einfach. Es ist bei mir so automatisch die Matrix. Das Universum und Ukraine-Flagge. Ich glaube nicht, dass das so einfach, also das ist ein bisschen so Werbung für Ukraine. Ne? Oh Mann. Teil meiner Identität, würde ich sagen. Echt krass spannend.
Es scheint, als wäre es eine Grundsatzfrage, ob man nun Alkohol trinkt oder in Ukraine befördert. Sowohl Andreas als auch ich definieren uns über den Konsum. Hier im Laden habe ich das erste Mal das Gefühl, dass alkoholfrei nicht unbedingt uncool sein muss. Wir setzen uns raus. Andreas und ich kennen uns seit 2017. Damals haben wir öfter mal zusammen einen getrunken. Er hat sich bewusst entschieden, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ein Problem mit Alkohol hat er aber nicht. Also bewusst gibt es in dem Kontext nicht so einfach so, ne, schnippig, ne, sondern es ist etwas mit Hintergrundgeschichte zu tun. Hier finde ich es gut, dass es nicht erwähnt wird, weil jeder muss zu seinem Leben selbst stehen und muss bereit sein, die Hardcore-Wahrheit zu sagen. Und wenn es nicht ist und sagt, ja, ich habe mich dann entschieden, nicht zu trinken, weil das und das ist mir passiert. Und das war der ausschlaggebende Grund. Es ist immer ein ausschlaggebender Grund. Es ist normal, es ist biologisch, so ist der Mensch geformt, so ist der Mensch von Jahwe gemacht worden, von dem Herrn, von allen Menschen, nicht nur uns Juden, von allen, so sehe ich das, von jedem Lebewesen, von der ganzen Universum. Deswegen, wenn man ein Gebet macht, sagen wir immer Herr des Universums, inkludiert alle mit ein, auch wenn nicht jeder Jude ist. aber wir sagen halt Herr des Universums und ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er darüber offen reden will oder nicht. So. Und krass, also riecht auf jeden Fall, wie ein Wein schmecken soll. Warte. Dankeschön. So. Alkohol, ganz richtig, alkoholfreie Getränke sind, finde ich, coole Sache. Ich wünschte, es gäbe schon für sowas. Und die Gesellschaft würde da auch mehr das anbieten. Dann gäbe es, da bin ich mir sicher, nicht so viele Probleme, weil alkoholfrei ist ein Placebo-Effekt auch manchmal. Also ich habe es getestet. Ein Kumpel, habe ich gesagt, gib mir mal Alkohol, aber ohne, dass Alkohol drin ist. Und sag mir nicht, ob Alkohol du mir gegeben hast oder nicht. Und wir haben es also auf jeden Fall getestet. Und tatsächlich wurde ich ein bisschen angetrunken. Alkohol mit alkoholfreien Getränken. Ja. Aber es ist ein Placebo-Effekt. Es wirkt. Aber nur minimal. Ich bin sehr resistent, hat er gesagt. Sehr resistent. Unterm Strich hat Alkohol trinken... Wobei, diese Aussage, Vorsicht zu genießen, jeder Mensch ist da anders. Bei dem einen... klappt der Placebo-Effekt nicht, bei einem anderen klappt er. Oh. Mir halt mehr genommen, als mir gegeben hat. Oh. Ja. Und diese mentale Pro- und Kontraliste war auf der Kontraseite dann halt irgendwann viel länger als auf der Pro-Seite. Verstanden auf der Pro-Seite. Verstanden auf der Pro-Seite. Also, tatsächlich nicht mehr viel. Ich habe diese Kapitel halt durchlebt und war dann irgendwann an einem Punkt, an dem ich guten Gewissens aufhören konnte. Ja, und habe da jetzt auch keine FOMO, keine Fear of Missing Out. Zumal ich ja trotzdem auch draußen bin mit Leuten im sozialen Setting und man trifft mich doch in Kneipen. Hast du trotzdem manchmal, vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Krass, dann ist das vielleicht auch einfach Typsache. Früher war ich häufiger... Lieber Karl, das ist eine Einstellungssache. Und nicht Typsache, das ist eine Einstellungssache. Und das ist auch eine Willensstärke, die man haben sollte. Die hat nicht jeder. Es ist sehr, sehr schwer. Ja, also, es ist nicht einfach. Man muss bereit sein. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, man muss mit reinem Herzen bereit sein. Mit reiner Willenskraft, mit reiner purem Jedi-Licht. Wer nicht bereit ist, er schafft das nicht. Weil ich mich häufiger verliebt, ich glaube aber auch, weil ich häufiger betrunken war. Crazy. Würdest du als jetzt Nicht-Alkoholtrinker mit einer Frau zusammen sein, die Alkohol trinkt? Ja, definitiv. Ja. Ja. Lange überlegt. Nee, würde definitiv nicht. Wenn du lange überlegst, was du sagen sollst, hast du dir gedacht, ah, okay, für die Sendung mache ich ja. Aber generell, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit Leuten, die ich befragt habe, meistens nicht. Weil es nicht klappt. Weil dann derjenige zu verlockend ist und dann wird er auch Alkohol trinken. Es ist also ein verrücktlich und kein Unmensch und Außerirdischer und ist zu stark. Super Edition stark.
Dann, ja. Aber es gibt meine Sorte auch, nur es gibt halt wenige davon. Laut mehreren Auskünften genervten Medizinern, die ich gefragt habe. Also, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen mein Gegenüber beeinflusse mit der Zeit. Vielleicht beeinflusst sie mich aber auch. Ich merke, ich bin dann nicht so kompromissbereit. Ich habe mich ein, zwei Mal mit jemandem getroffen, einmal auch in der Kneipe. Und dann hat er zu mir gesagt, er trinkt keinen Alkohol. Und ich dachte so, Digga, sag das doch. Schau. Ich bin voll doof. Ich weiß, dass es auch also so ist. Aber hast du mal alleine getrunken? Oder? Ja. 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 Ist ja auch in Ordnung. Ja, ist auch. Aber habe ich mich schlecht gefühlt. Aber möchtest du denn einen Partner oder einen Dating-Partner, wie auch immer? Die Szene, ich liebe diese Szene. Wie kleine Babykinder beide jetzt. Ah Gott, das ist so eine schöne Szene. Warum tut ein Mann eigentlich so eine Frau nicht direkt ansprechen? Weil Männer eigentlich schüchtern sind. Früher war ich das auch, vor Millionen von Jahren, überspitzt gesagt. Jetzt Infinity-Wesen, super verrückt, fehlerhaft programmiert. Es liegt einfach da, er fragt ihn direkt, ob sie Lust hat, mit ihm auszugehen. Das ist so lustig. Wenn ein Mann das fragt, Männer das machen, das ist so ein Trick, mal so ein Tipp für alle Männer oder Frauen, ich weiß nicht, ist egal, für alle einfach, dann ist es immer ein Hintergedanke, ein positiver Hintergedanke, okay? Positiver, muss positiv sehen, weil es ist doch schön, wenn Menschen zueinander finden. Egal, ob Frau, Frau oder Mann, Mann oder halt Frau, Mann. Liebe ist Liebe, ne? Auch wenn sich ein Sith in eine Jedi verliebt. Ja, auch das. Auch wenn ein Vampir eine Menschenfrau liebt. Auch das. Und Werwolf mit Vampir. Auch. Okay. Auf jeden Fall, ja. Das ist die. Lustig, dass die das nicht geschnitten haben. Das finde ich cool. Der Alkohol trinkt oder einfach jemanden, der locker ist? Ja, weißt du was? Weißt du. Sorry, Alter. So geil. Ey, wenn AD und ZDF solche fucking Dinge hätte, solche Dokus, so wirklich sympathische, so frei, so wirklich so, hey, ich hau's mal aus. Ich glaube, dann wären die Gebühren berechtigt. Ich würde sagen, hey, AD, macht ein Abo, drei Abo-Modelle. Keine Zwangsgebühren, macht es so locker drauf, so richtig cool. Ich bin dabei. Eigentlich wäre natürlich die gute Antwort, auch die zu erwartende Antwort, einfach ein, der locker ist, aber ich bin selber Panne. Aber nee, auch ein, der Alkohol gefühlt. Genial. Also, was ich damit sagen, Caroline damit sagen will, ja, sie erweitert sozusagen ihre Antwort, das liebe ich bei Frauen, dass sie das mal, ne, zumindest bei deutschen Frauen ist das so richtig gefahren, bei jüdischen Frauen oder bei polnischen oder so, da ist es ein bisschen anders, sind da entspannter. Die machen nicht so viel Klauseln rein. Ich liebe Klauseln. Also sie sagt automatisch ja und nein. Besser wäre es, wenn er alles macht, was ich mache. Und dann müsste ich auf nichts verzichten. Und da hat sie recht. Ne? Es ist einfacher, mit dem Partner zu gehen, als auf irgendwas zu verzichten. Also weil vielleicht ist es so, weil man unterbewusst auch weiß, dass es ein Laster ist und man das einfach nicht so gerne alleine dann machen will. Aber weil ich nicht. Der hat schon gesagt, es ist ein Laster und ein Mensch, der es gewohnt ist, so ein Verhaltensweise zu haben, also ein Verhaltenskodex. Und der wird das nicht von heute auf morgen aufgeben. Man kann es auch nicht verlangen. Also bitte. Man verlangt, ich kann doch niemandem sagen, lies die Tora. Also wirklich. Ja. Ich kann auch von niemandem verlangen, was irgendwo Religion aufzwingen. Ein Glauben. Oder du musst das so machen, weil ich das so mache.
finde das toll, der Mensch ist frei. Der Mensch ist frei, seinen freien Willen. Dann gibt es Gruppierungen in dieser Welt, wunderbare Gruppierungen, auch Vogue gehört dazu, sehr interessante Gruppierung. Wenn ihr Bock habt, dann kann ich über Vogue auch ein Video machen. Ja, also Vogue finde ich tolle Gruppierung. Ganz witzig. Ich sehr viel zum Lachen. Sehr, sehr viel zum Lachen und zum Weinen. Ja. Wenn ich darauf verzichten will, würde ich gerne mit jemandem zusammen darauf nicht verzichten. Ich glaube tatsächlich, dass jeder zweite oder vielleicht jeder dritte Mensch hier gar nicht rumlaufen würde, wenn es Alkohol nicht gäbe. Das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Ja. Stimmt, das können wir doch auch nochmal klären. Hast du weniger Sex seit irgendwann? Sehr sympathische Aura. Ich spüre das. Oft ist meine Gabe ein Fluch. Selbst sogar hier. Sehr sympathisch. Die zusammenkommen, wäre cool. Sehr sympathisch. Auf jeden Fall sieht man das. Die Blicke und so. Ah, sehr interessant. Ah, ich liebe die Menschen. Ach, wie kleine Kinder. Ja. Habe ich mehr oder weniger Sex gehabt? Ja. Hey, auf jeden Fall besser und bewusster. Hm. Auch das glaube ich dir. Ja. Genau. Die 30 Tage sind jetzt vorbei. Oh. Im ersten Moment könnte man meinen, ich habe gar nichts gelernt. Nehme einmal 4 Tequila. Ohne die Konsumpause wäre mir nicht aufgefallen, wie groß die Rolle ist, die Alkohol in meinem Leben spielt. Oh, beim Dating, bei Stress, in sozialen Situationen. Wenn man ehrlich ist, Freiheit von Alkohol sieht anders aus. Ich fühle mich gerade so ein bisschen in den Arm genommen und gefroren. Und ich hab's vermisst. Jetzt nehme ich mir zumindest vor, so eine Konsumpause auch nächstes Jahr wieder einzulegen. Oh Mann. Sie wird einfach nur, dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke, finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch eine längere Pause gemacht habe, würde ich sagen, schmeckt es halt besonders gut. Ne? Oh Gott. Das war so cool. Oh Gott, oh Mann, ich weiß echt nicht, was die Leute haben sich aufgeregt zu haben. Oh Mann, ich finde das so geil einfach, das ist so geil, so sympathisch. Meine Güte, genau das, das hätte ich nicht gedacht. Also ich schaue das zum ersten Mal so richtig, weil es von uns, habe ich nur Ausschnitte von Boris geschaut. Hammer, das ist so geil. Und eigentlich müsste es mir erst recht so reinwirken, weil ich ja selber früher mir meinen Job durch Alkohol kaputt gemacht habe. Ich glaube durch 2, 3 Alkoholvergiftungen. Aber tut es nicht. Es tut's nicht. Es erinnert mich an früher und trotzdem noch, es tut's nicht, weil ich mit mir im Reinen geworden bin. Einfach durch die Tora. Ja. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Du kannst genießen, so eine Doku kannst du, wenn du wirklich total hardcore Selbstreflexion hast. Ja. Wie gesagt, ist das schon zu Ende? Ich glaube, wir haben es geschafft. Lasst ein Like da. Abo. Guck mich auf den Film vom Finale an. Da geht es um Leute, die andere schämen, weil die keinen Alkohol trinken. Und gut. Oh Mann. Oh Mann. Oh, okay, mein Fazit. Also mein Fazit, wow. Ein sehr offenes Video. Also ich mache einen kurzen Fazit, weil bis hier, wenn du es ausgehalten hast, Respekt. Daumen hoch an dich und lass ein Abo da. Ich habe mich sehr amüsiert. Es hat mich nicht getroffen, obwohl ich früher meine Probleme, ganz früher, mit Alkohol getrunken habe. Nein. Ich habe mir 3 Jobs verbockt. 4 sogar, glaube ich. Ja, 4. 4 habe ich mir verbockt. Ich habe einen weltweiten Bann bei den Firmen. Ja, also, nee, es ist offen. Experiment ist Experiment. Erfahrung ist Erfahrung sammeln und ist halt eine andere Schicht. Ist halt Menschen, die sehr viel Geld verdienen. Für die ist das ganz normal.
die haben auch im Leben was erreicht. Und sagt ja immer, ja, weil die von reichen Eltern stammen. Ja, du kannst von reichen Eltern stammen, aber du kriegst nicht immer Taschengeld. Ich habe, wie gesagt, mit Reichen gelernt in Starnberg. Und die Reichen müssen dafür was tun. Es ist nicht so, dass die faul rumhocken. Ja, die haben es einfacher, denkt man zum Anfang. Ja, haben sie. Aber sie müssen trotzdem welche Verpflichtungen machen. Weil wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie kein Taschengeld mehr. Ja, und ich wollte es nicht glauben, dass der 500 Euro oder der eine Typ 1000 Euro Taschengeld kriegt mit, seit er 16 ist, zur Verfügung zum Ausgeben. Ja. Ich glaube den Leuten nicht, was sie mir erzählen. Ich beweise es. Na, erst du mein Konto aussuchen und erst, dann zeige ich dir mal. Und so, und dann haben sich zwei Leute bereit erklärt und mir das gezeigt. Und ich so, wow. 1000 jeden Monat. Und von wem kriegst du das? Ja, von meinen Eltern. Zu dem Ausbildungsgehalt. Ja, ja, zu dem Ausbildungsgehalt. Dann brauchst du gar keine Ausbildung. Nee, ich muss es machen. Wieso musst du die Ausbildung machen? Ja, weil meine Eltern gesagt haben, ich darf nicht im BMW-Unternehmen arbeiten, weil ich so unverantwortlich bin. Ja, dann sag ich, ey Thomas, ne? Sag deinen Eltern, die sollen mir von deinem Taschengeld geben. Mach mal, dass du verantwortlich bist. Ne? Ich habe ein ganz anderes Leben. Ganz ehrlich, man kann nicht eifersüchtig sein auf Menschen, die reich sind. Früher war ich das vor Millionen von Jahren. Wie gesagt, es waren Fehler und reiche Menschen sind alle wunderbar, ob reich oder arm. Menschen haben ihre Probleme. Da eine Villa hat und hat das Geld, alles ist irgendwo verdient. Die Eifersucht zu haben auf den oder den ist total falsch. Und wenn man gerade als Alkoholiker das Video sieht, klar wird man wütend. Klar, weil der Alkoholiker hat sich sein Leben verbockt. Und natürlich gibt er die Schuld jemand anderen, weil er es nicht verarbeitet hat. Wenn man es verarbeitet hat, so wie ich knallhart, sich selbst vernichtet hat, also so wie Matrix, ne? Wieder Smith und wiedergeboren, dann ist man frei. Ne? Und dann weiß man, ah, okay, so ist das. Ja, sie hat ein tolles Video gemacht. Daumen hoch von mir. Einige Sachen hätte ja Kollektiv und Y-Kollektiv machen sollen. Das habe ich auch schon erwähnt. Erstens vorher die Triggerwarnung mit einblenden. Ey, Leute, an alle, die alkoholsüchtig sind oder drogensüchtig und sonstiges, bitte, das ist ein Video, das sehr offen ist, sehr offen mit dem Thema umgeht, sehr offen, betonen, sehr offen. Das ist ein Gefühlsvideo, es ist von einer Mitarbeiterin, es ist ihre Lage und nur reine ihre subjektive Eindrücke werden hier widerspiegelt. Bitte nicht angreifen, respektiert die Kommentare, seid nett zueinander, liebt euch einander, knuddelt euch, knufft die Backen und alles ist gut, weil wir brauchen keine Ukraine und Putin. Ne? Ja, ich meine, keine Seiten sind perfekt. Amerika hat auch Indianer fast alle ausgerottet, hat auch Spanien haben auch kolonisiert, England hat Indien kolonisiert. Ach Gott, wir könnten so viel reden und dem einen in die Schuhe schieben. Aber das ist Geschichte, das ist Geografie, das ist wieder ein anderes Thema. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es auch in den Kommentaren rein. Ich würde sagen, das ist das mein Fazit. Boris Sichtweise ist halt eben eine sehr strenge Sichtweise. So kann man es auch sehen. Aber kein Mensch, selbst der Schlimmste im Universum, selbst Luzifer, und das sage ich bewusst, weil ich das weiß, weil ich viele Scheiße erlebt habe, kein Mensch hat sich verdient, so wie die YouTuber. Und da tue ich jetzt mal alle mit rein, die sie kritisiert haben und dieses Video kritisiert haben, so kritisiert zu werden, so fertig gemacht zu werden. Und dann natürlich das... der Funksender zurückzieht, das war nicht richtig. Man muss zu dem, was man macht, stehen. Und das Schönste ist auf der Welt, wenn du stehst zu dem, was du bist. Ja. Und deswegen, ich will, dass die Leute nachdenken. Das ist abschließend. Ich will, dass die Leute politisch in meinen Kommentaren zu mir unkorrekt sind, weil das ist die Hardcore-Wahrheit und die liebe ich. Ich muss dann schauen, dass ich die Kommentare, wenn sie hardcore sind, Hardcore-Sprache, ey, du Arschloch, du Spaß, du Spock und so, ne? Also gib mir mehr Hass, ne? nicht wie der Drachenlord, der leider schwach ist, ne, stark. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich muss schauen, dass ich die dann freischalten kann, weil YouTube hat mittlerweile es zensiert. Also kann ich es nicht versprechen, dass ich alles schaue, falls da doch mehrere Leute jetzt auf meinen Kanal gehen und ihn abonnieren. Wie gesagt, ich bin ein Niemand-YouTuber,
Ich bin niemand, weil ich damals faul war und damals nicht da gearbeitet habe. Jetzt versuche ich viele Videos zu machen, auch Action-Videos und anderen Themen. Ich bin da ganz offen, ich bin da ganz knallhart offen und ich glaube nicht, ich verlange auch von keinem Betrieb oder sonstiges irgendwie jetzt von früher eine Chance wiederzugeben oder Wiedergutmachung von früher oder sonstiges oder von YouTube mich berühmt zu machen, weil ich früher faul war und vor 20 Jahren oder wo YouTube rausgekommen ist, keine YouTube-Videos gemacht habe und so, ne? Oder 2011 oder so, ne? Aber jetzt habe ich ein gewisses Equipment. Natürlich würde ich mich freuen über Spenden, ganz klar, oder über einen Finanzier, der sagt, ey, cooler Typ, ich finanziere dich, ich mache das so und so, wir machen einen Vertrag. Das gibt es ja auch, jeder YouTuber hat das. Großer YouTuber, aber man muss nicht immer groß sein, um coole Videos zu machen. Aber das Video ist halt so, wie ich bin. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede auch sehr gerne, merkt, und zu lange und zu viel. Also seid, weil ich euch gerne mitnehmen möchte und ein bisschen Storytelling. Ich liebe Storytelling. Ne? Also Geschichten zu erzählen, wahre Geschichten vor allem. Ob sie berühren sind oder nicht berühren, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ja, das ist mein Fazit. Das war zu ich werde noch einige YouTuber erwähnen, die halt eben zu streng waren. Boris ist sehr korrekter YouTuber. Viele seiner Videos gefallen mir. Da aber fand ich, es war ein bisschen zu barsch. Und ich mag nicht für Menschen, weil ich so einen Beschützerinstinkt habe bei allen Menschen. Auch wenn ich die nicht kenne und ich die Leute sehe auf Partys, war, ich will alle beschützen. Für mich sind die alle kleine Kinder. Ne? Meine Großmutter mag es nicht, wenn ich ihr die Backen knuffe. Meine Cousine, hey, was machst du da? Oder mein Bruder oder auch meine Eltern und so. Oder so Haare übertragen. Aber ich streichle gerne die Menschen über das Haar und knuffe die Backen. Das ist halt bei mir so schon immer so gewesen. Weil ich sehe halt durch meine Nahtoderfahrung, die ich hatte, einmal bin ich von jemandem, von einem Lehrer, weil ich ein KZ, anderes Wort für Jugendschwein, KZ-King und Polackenschwein dementsprechend als Kind, ich wusste nicht, was der Begriff KZ bedeutet, und du scheiß Judelf. Ja, ich habe jüdische Wurzeln von meiner Großmutter, ich habe das sehr spät erst erfahren, aber die haben es irgendwie gewusst wegen meinem Namen, dass da was nicht stimmt. Slavomir Andrzej, vielleicht auch, weil die einfach, keine Ahnung, ich hatte einfach Pech gehabt damals und ich wurde fast ertrunken. Also in der ersten oder zweiten Klasse war das, also der Lehrer hat gesagt, ne, du KZ-Kind, Polackenschwein, hier, stirb, ne, und befreien wir die Welt. Und dann war ich für kurze Zeit weg, dann habe ich epileptische Anfälle gehabt, dann epileptische Anfälle sind auch nicht so lustig. Und eine lange Geschichte, wenn ihr dazu wollt, dass ich mal was mache über epileptische Anfälle oder das alles, oder über richtigen Rassismus, über Leute, die dich verfolgen und du musst dich in der Scheune verstecken, als war ich da 9 oder 10, um nicht von den Leuten getötet zu werden. Ne? Glaubt ja sowieso kein Mensch, wenn du die Geschichte erzählst und ein Kind bist. Kinder haben ja viel Fantasie und so. Auch da ist das Problem, was wir haben, ein Thema, was wir ansprechen können, dass man Kindern leider Glauben nicht schenkt. Und dann gibt es auch diese White Privilege. Ich glaube nicht, dass man als Weiße privilegiert ist, wenn man jedes Mal zusammengeschlagen wird, weil man anders ist, wenn man nicht arisch ist und so. Und dass Leute von der CSU sind und CDU und SPD und PDLs, also keine AfD-Leute, gab es damals nicht. und das ist ganz interessant. Habe ich irgendwas vergessen? Falls ich was vergessen habe, irgendwas, ja. Genau, detailliert konnte ich das nicht machen. Da an dieser Stelle habe ich davor schon gesagt, würde das Video zu lange sein. Und ja, falls ich nichts vergessen habe, danke fürs Zuschauen und ja, das war's. Mir fällt nichts ein. Jetzt nicht. Ja, mach's gut.